Ist es Ihnen nicht auch schon so gegangen, dass die Vorbereitung auf ein Fest viel mehr Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt als das Fest nachher selber? Es ist da und schwupps, ist alles schon wieder vorbei. Manchmal laufen wir auch in die Gefahr, dass es mit den kirchlichen Hochfesten so geht. 4 Wochen Adventszeit haben wir, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Vieles wird organisiert und dann ist Weihnachten plötzlich vorbei. Die österliche Bußzeit von 40 Tagen, wo wir uns auf Ostern vorbereiten. Und am Osterzistig gehen wir wieder arbeiten. Und den Schocki-Osterhase können wir mit 90% Rabatt kaufen im Laden. Dabei ist Ostern ja nicht ein flüchtiger Moment. Nein, Ostern will ausgekostet werden. 50 Tage lang zwischen dem Ostersonntag und dem Pfingstsonntag. Mit diesem Gedanken haben wir in diesem Jahr eine kleine Broschüre erschaffen. Sie heisst «Ostern auskosten». Und sie will uns begleiten in den 50 Tagen zwischen Ostern und Pfingsten. Es sind Impulse zu den Bibeltexten der Ostersonntage und der Festtage zwischen Ostern und Pfingsten, zum Beispiel Christi Himmelfahrt. Und während wir an dieser Osterbroschüre geschafft haben, sind wir immer mehr begeistert worden von diesen Illustrationen, von diesen Bildern von der deutschen Künstlerin Marlies Blaut. Und wir haben uns entschlossen, bei ihr 50 kleine Miniaturen zu bestellen. 50 für jeden Tag zwischen Ostern und Pfingsten ein Bild. 25 von diesen Bildern sind hier im Dom von Arlesheim ausgestellt. Weitere 25 in Münchenstein. Man kann sie anschauen und man kann sie auch kaufen. Der Erlös fließt in einem Hilfswerk in der Schweiz zu. Das Schöne ist, dass wir die Bilder so haben arrangieren können, dass die zarten Farben vom Ostermorgen sich steigern über die 25 bzw. 50 Bilder bis hin zum kräftigen Rot von Pfingsten, wo der Heilige Geist symbolisiert. Wir laden Sie herzlich ein, in diesen Tagen bis Pfingsten in Münchenstein oder in Arlesheim unsere Bilderausstellung zu besuchen und eventuell eine Broschüre mitzunehmen. Eine gute und gesegnete Osterzeit wünsche ich Ihnen.